Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Create Life 3. Und heute kommt nochmal eine Folge Create Life, weil ich die gestrige offline genommen habe, beziehungsweise auf nicht gelistet gesetzt habe. Wer die sehen möchte über den Discord, kann man den Link noch bekommen. Das Problem ist, dass ich die Aufnahme verkackt habe. Ich habe mit dem falschen Profil aufgenommen und das meiste war nicht zu sehen oder ein großer Teil. Es war nur 1080p zu sehen, obwohl das Bild in 1440p war und weil es falsch aufgenommen wurde, hat halt dann die Differenz gefehlt. Ja, belastend. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir gebaut haben. Und auch im Stream davor, denn wir haben ja davor gestreamt noch. Also eine Sache, die wir in der Folge gebaut haben, ist, dass wir dieses Feld hier fertig gemacht haben. Dieses Feld baut jetzt kontinuierlich den Stuff hier ab. Und hier ist einiges drin. Nice. Und das wird alles hier vortransportiert, genauso wie dieses Feld hier kontinuierlich Stuff produziert. Geh weg, Creeper. Und jetzt theoretisch hier ausladen würde, wenn sich hier was drehen würde. Außerdem haben wir das hier angeschlossen, beziehungsweise im Stream haben wir das hier angeschlossen. Dass hier die ganzen Reis die ganzen Reisteile hier lang gehen, hier aufgesplittet werden, hier reingehen in die Presse und die macht dann Seed Oil draus. Und in der Folge haben wir diese Pipeline hier angeschlossen, die dann hier hochgeht. Hier ist ein Verbindungsstück, hier geht die Pipeline ran, hier ist ein Verbindungsstück, hier geht die Pipeline lang. Und dann haben wir hier noch eine Abzweigung, hier geht's raus, geht hier rüber, über eine Pumpe, hier rein und dann hier in diese Crude Burner. Und diese Crude Burner haben ein Problem. Das Problem an den Crude Burnern ist, dass sie Seed Oil brauchen. Nein, eigentlich ist das was Gutes. Aber, wartet. Ich zeige euch das Problem gleich, sobald wir das Ganze hier wieder in Betrieb genommen haben. Ich nehme mal ein bisschen Kohle. So, Kohle rein, 16.000 SU. 2000 sind noch übrig. Ist ein knappes Ding. Mit dem Crude Burner produziert das Ding deutlich mehr. Damit produziert das 32.000 alleine. Mit dem da leider nur 16.000. Das heißt, es ist nicht so optimal, aber es geht erstmal zur Not. So, jetzt müssten auch die ganzen Sachen hier transportiert werden. Oder wurden schon? Wurden schon? Fragezeichen. Schauen wir mal. Ja, wurden schon. Alles klar. Und sobald der hier vorne andockt, wird auch wieder Reis rausgeholt. Perfekt. Der Reis geht dann hier in die Crushing Wheels. Wird dann hier gecrushed. Hier wird dann das Draw und der Reis aufgeteilt. Dann wird der Reis hier gesplittet. Geht hier in die Anlage, wird von den Greifarmen da reingelegt. Wird dann gepresst. Geht dann als Flüssigkeit raus, geht hier lang, wird hier rüber gepumpt und geht dann hier in den Tank rein. Und das Problem ist folgendes. Wir haben hier geforce-loadete Chunks. Das heißt, die Chunks sind nicht per FTP-Chunks geladen, sondern die sind so geladen. Das bedeutet, dass diese Anlage hier läuft, während aber die Pflanzen nicht weiter wachsen. Und das hat das Problem zur Folge, also weil Pflanzen in geforce-loadeten Chunks nicht laden, aber in per FTP geloadeten schon. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das ändern können, dass wir quasi, da muss ich noch mit Joe und Blizzard reden, ob wir die geforce-loadeten Chunks hier am Spawn, man sieht ja hier, ach, die haben wir so geladen. Also, dass wir halt alle geforce-loadeten Chunks vielleicht so machen. Das müssten wir mal gucken. Ansonsten können wir uns natürlich hier auch eine Mechanik einbauen. Das wäre dann vielleicht sogar die schlauere Variante? Fragezeichen.
wahrscheinlich war es die schlauere Variante. Dass wir hier uns einen Mechanismus einbauen, der automatisch das abschaltet. Gut. So war das nicht gedacht. Das automatisch abschaltet. Wir sehen 33.000 Millibuckets plus das, was hier gewastet wurde und was noch in den Pipes ist, haben wir jetzt rausbekommen aus dem Reis. Und damit könnten wir eben diesen ersten Crude Burner hier betreiben. Daher kam auch die Thumbnail mit zwei Crude Burnern. Haben wir 64.000 SU, aber halt nur, wenn genug Crude Oil da ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Genau. Ansonsten haben wir noch die weiteren Punkte auf der Liste, denn wir wollen ja eigentlich Biofuel machen. Hier, Biomass. Und dafür brauchen wir Seed Oil und Karotten oder Kartoffeln oder halt was anderes, aber Karotten und Kartoffeln haben wir angebaut, in einem Heated Blaze Burner. Und den Heated Blaze Burner möchte ich eigentlich auch mit der Biomass betreiben, weil man kann die Biomass nicht nur mit Zucker mixen zu Bioethanol, sondern auch pressen, bekommt dann Wasser raus, das können wir irgendwo in Abfluss leiten, und Pellets. Und diese Pellets brennen in einem Blaze Burner. Und so könnten wir quasi alles mit dem hier versorgen. Die Frage ist halt nur, ob das letzten Endes genug produziert. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal ja, weil die Felder eigentlich schon strong sind. Habe ich eigentlich was von der guten Erde noch hier? Rich Soil. Was ich gerne mal probieren würde, kann man Reis auf Rich Soil anbauen und wächst er dann schneller? Okay, also man kann es anbauen. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Frage ist jetzt noch, wächst schneller? Das wäre interessant zu wissen. Weil dann müssten wir hier unten auch nochmal alles durch Rich Soil austauschen. Damit hätten wir dann nochmal deutlich schnelleres Reiswachstum. Aber ob das jetzt durch diese Wasserpflanzengeschichte überhaupt einen Effekt hat, ist halt die Frage, ne? Genau. Also das ist so ein bisschen das, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Und das funktioniert auch eigentlich soweit alles. Und jetzt würde ich gerne mal die Planung anfangen für die Biomass-Produktion. Und dann müssen wir schauen, wo wir das platztechnisch am besten hinmachen. Beziehungsweise, wartet mal, ich würde gerne mal von diesem Crushing und Co-Gebäude, nenne ich es mal, die Umrisse markieren. So. Damit wir das dann schon mal abhaken können. Weil das soll ja schon Indoor dann sein. Weil hier zu viel komischer Kram dann offen wäre. Das würde seltsam aussehen. Deshalb so. Und so. So rüber und dann dahin. So. Dann wäre das zum Teil draußen, aber auch zum Teil drin. Und hier ist dann der runde Turm, der dann hier nach oben hin geschlossen wird. Und dann brauchen wir eben noch einen Bereich, in dem das andere Zeug hergestellt wird. Und ich denke, das werden wir dann einfach hier machen. So. Erstmal den ganzen Schmodder weg. So. So, alles ins Backpack. Müssen wir mal wieder aussortieren.
So, ich meine, die brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Die eigentlich auch nicht. Und dann können wir planen. Die Frage ist, wie groß müssen wir das machen? Wie viel können die ab? Wir haben ein Bird. Also wir könnten sagen, hier lang laufen die Sachen. Wir haben ja das. Mal hier, Crusher. Nee, dann will ich es doch nochmal ein bisschen anders machen. Warte mal, wir haben die Rotzutaten, die wir dafür brauchen, hier in dem oberen Teil. Dann müssen wir die irgendwie hier rüber kriegen. Ja doch, das kriegen wir schon hin. Ich würde mal das Ding hier wegmachen. Ich glaube, der Platz von dem Teil bietet sich eigentlich besser an. So, Biomass kriegen wir dann schon noch irgendwo unter. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann machen wir hier mal die Ecke von so einer Halle. So einer möglichen. So, und dann wäre hier das Belt Nummer 1. Und auf diesem Belt Nummer 1 laufen dann Kartoffeln. Dann wären hier die Besens. Dann wäre hier irgendwie ein Output. Dann wären hier nochmal Besens. Und dann wäre hier Band Nummer 2 mit dem Karotten. Ich möchte das gerne teilen, damit nicht mal irgendwas verstopft, dass dann irgendwie nur noch eine Karotte und eine Kartoffel da ist und dann aber eine Karotte auf dem Band ist und so weiter. Ne? Und dann geht das nicht mehr. Das wäre doof. So. So, das kann man relativ einfach hier so voll machen, weil hier brauchen wir Basins. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß halt nicht. Whoop, was ist das? Defeat an enemy with a potato cannon. Das wäre jetzt ein Output, aber wir wollen Input. Und wenn wir ein Input wollen, machen wir Funnel hier hin. Und sagen, immer 2 dürfen rein. Genau, dann würden hier automatisch immer 2 da reinkommen. Und dann brauchen wir noch. Warte, der Output. Wir brauchen noch ein Output-Band. Das muss in der Mitte sein. So. Das wäre das Output-Band. Und da können diese Pinöpel hier bleiben. Der macht das nur von einer Seite. Dann brauchen wir 2 Output-Bänder. Okay, dann müssen wir das nochmal um einen verschieben. Und zwar sind hier 2 Output-Bänder. Und hier sind dann nochmal Besens. Das eine hätte gar nicht weggemusst, ne? So. Wir können die dann am Ende ja wieder merchen. So.
So, wie viel Seed Oil haben wir mittlerweile schon? Ja, ein bisschen. 43.000, nicht schlecht. So, und dann machen wir die Bells hin. So, jetzt geht der Rüssel wahrscheinlich in die Richtung. Perfekt. Und jetzt können wir sie da hinbauen. Ich hoffe mal, der switcht jetzt nicht wieder. Es kann natürlich sein, dass der eine Preferred-Seite hat, aber ich hoffe mal nicht. Doch, hat er. Das heißt, wir müssen, damit das richtig switcht, wahrscheinlich hier einfach das Ding hinmachen. Dann geht der automatisch in die Richtung. Okay. Das heißt, wir brauchen eine Menge Funnels. Und wir haben keine mehr, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich hervorragend. Hier eine Menge anderer Crate-Kram. Und dann müssen wir aber noch die Flüssigkeit irgendwie reinkriegen. Also da drüber sind ja Pressen dann. Nee, Mixer. Da drüber sind Mixer, okay. Hier ist ein Mixer drüber. Ja, das geht ja dann eigentlich nur von unten, ne? Connectet sich das von unten? Ah ja, sehr gut, okay. Dann buddeln wir das mal weg. So, hier einmal Abschluss und dann... Und hier nehme ich das Seed Oil rein. Seed Oil Nummer 1. Ah nee, warte, das geht ja auch nicht. Hier müssen ja die Blaze Burner hin. Ups. Wait. Da müssen ja die Blaze Burner hin. Da kann ich kein Seed Oil reinpumpen. Ja. Dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Dann müssen wir sagen... 1, 2, 1, 2. Jetzt ist die Frage, ob wir dann bei 4 bleiben. Oder ob wir dann einfach mehr bauen. Oder länger das bauen. Ich würde es aus. Also, ich glaube nicht, dass wir das im Leben brauchen in der Menge. Aber ich hätte es ganz gerne in der Menge. Einfach aus optischen Gründen auch. Weil es, glaube ich, ganz cool aussieht. Wenn da so viele Mixer sind. So. Gut. Und dann müssen wir die Bänder noch verlängern. Ja, das reicht eigentlich. Vielleicht einen noch. Okay. Dann sind die Bänder hier verlängert. Und dann können wir von unten die Blaze Burner reinmachen. Habe ich noch welche? Einen. Das ist natürlich sehr viel. So,
So, aber die Blazeburner brauchen natürlich auch nochmal. Dann die Brennstoffversorgung. Da müssen wir uns auch überlegen, wie versorgen wir die Blazeburner mit Brennstoff? Weil wir werden ja jetzt hier die Rohre haben. Und da kommt jetzt von oben, sag ich mal, das Seed Oil immer rein. Na? So. Von oben kommt Seed Oil rein. Nee. Rohre sollte doch nicht herstellen. Haben wir noch Rohre? Keine Rohre mehr. Na, also von oben die Rohre, das kriegen wir hin. Dann können die irgendwie hier zusammenlaufen und so, ist ja egal. Dann haben wir von der Seite haben wir dann die Rohre. Hier geht's raus, hier geht's rein. Unten ist der Blaze Heater. Jetzt ist halt nur die Frage, wie bekommt der Blaze Heater sein Stuff? Das macht es nämlich ein bisschen komplizierter. Wir könnten natürlich unter dem Blaze Heater vielleicht noch. Wir könnten vielleicht Belts unter dem Blaze Heater machen. Oder hier unter diesem Belt noch ein Belt, auf dem dann der Brennstoff ist. Also quasi. Ja, aber selbst wenn wir hier einen Funnel dran machen, dann funktioniert das hier nicht. Wir könnten natürlich auch hier außen noch ein Band machen und hier Katapulte. Und die Katapulte, die könnten das ja vielleicht in den Blaze Heater rein katapultieren, obwohl da eigentlich kein Platz ist. Schauen wir mal. Entschuldigung. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Erstmal mit einer Handkurbel. Dann nehmen wir uns eine Kohle. Legen die hier drauf und. Es ist hier drin gelandet und nicht im Blaze Heater. Wir können das System nicht austricksen. Das funktioniert nach Logik. Das ist schlecht. Ich überlege gerade, wir könnten vielleicht hier statt der Belts erstmal Funnels. Nee. Erstmal Shoots machen. Aber das hilft uns ja auch nicht wirklich weiter. Und wir könnten. Lass mal kurz ein paar Dinge aus dem Lager holen. Ein paar Funnels. Damit wir das mal ein bisschen besser beurteilen können, so rein optisch auch. So. Sind hier noch Dinger übrig oder wurden die schon alle gemobst? Ist noch übrig. Ich nehme mal 16 raus. Dann 32. Und 32. Ich glaube, damit können wir arbeiten, ne? 32 Funnels. Okay. Das war nicht sehr optimal geflogen, aber ging. Puh.
brauchen da so einen Durchflug durch den Berg. Okay. Dann wäre das auf der Seite so. Und auf der Seite gehen die Sachen so rein. Hier in der Mitte geht alles raus. Und obendrauf sind die Mixer. Die müssen wir auch im Stream craften, weil das ist... Also ein bisschen nerviger werden. Die kriegen auch locker alle Energie. Zahnräder da oben, alles gut. Nur die Blazeburner. Wie versorgen wir die Blazeburner? Das ist die Frage. Und das ist die Frage, die ich jetzt mal an euch übergebe. Vielleicht habt ihr ja bis zum nächsten Video oder zum nächsten Stream eine Idee, wie wir diese Blazeburner hier vernünftig mit Brennstoff versorgen können. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Macht's gut und tschüss.